Und wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4. Ich wollte schon Sims 3 sagen, aber es ist Sims 4. Und hier unser Timo geht nach Hause. So. Zu Hause. Eine Schaumbad nehmen. Und dann schön ins Bett schlafen gehen. Warte, wir haben noch Besseres von Sandra ins Bett gehen zu bringen, ins Bett zu bringen. So. Und das mal weg. So. Okay. Das tut schon mal gut. Er war eine ganze Weile jetzt bei seiner neuen Freundin. Die komischerweise seine Nummer gefunden hat und ihn angerufen hat. Wie auch immer sie auf diese Nummer kam. Wahrscheinlich aus der Klassenliste. Wollte sie ihn wahrscheinlich einfach mal kennenlernen. So. Sie bringt ihn ins Bett. Slarpa! It's Rolf! Gute Nacht, kleiner Timo. Aww. Mal gucken, was morgen für ein Tag wird. So schläft er wieder. Und ich hoffe, diesmal ohne Monster. Oh, der Timo muss in einer Stunde zur Schule. Okay, dann soll er vielleicht mal aufstehen. Ja! Alles gut, alles gut, alles gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du hast nicht verschlafen. Du hast noch ein bisschen Zeit, hast du noch. So. Tierkekse essen. Ja, gut. Wenn du magst. Tierkekse. Nicht Gemüse auf dem Fußboden. Hat mir den Haushälterin bestellt. Was ist denn da passiert? Der kam nicht und hat sauber gemacht. Ja, was los? Zur Schule. Oh, schade. Mit leerem Bauch. Leeren Magen. Ach, Mensch, der Arme. Hat ja nicht mal die Post bekommen. Keine Post erhalten. Okay, das ist schon mal gut. Da liegen auch keine Rechnungen dann offen. Aber sie hat immer noch keine Haushälterin hier. Da muss ich ihn nur selber putzen. Aber ich wollte das eigentlich möglichst hier fertig haben. Auch rein. Aber das ist auch nicht unser Thema. Also ich habe sie immer ein bisschen jetzt Aufgaben gegeben, dass sie aufräumt hier. So. Und die Essen fertig macht. Das ist ja auch schade, dass es dann wegschmeißt. Das hat sie ja nicht, kein Spaß. Spiele spielen. Das hat sie ja nicht. Was? Üble Sache. Timo ist krank geworden und hat im Flur vor den Augen der anderen Schüler übergeben. Er ist jetzt bei der Krankenschwester. Mein Kind darf nicht damit aufgezogen werden. Beeinflusste Empathie, was? Hä? Hey, mein Kind muss sorgfältig untersucht werden. Ja, so mal untersuchen. Man wollte entscheiden. Schulsituation abgeschlossen. Achso, Entschuldigung. Sandra Schmidt hat der Schule von Timo einen Rat erteilt, wie man mit der Situation umzugehen hat. Verantwortung steigt, emotionale Kontrolle sinkt. Warum? Keine Ahnung. Ist er angepisst deswegen? Wegen der Schule jetzt? Oder was? Angespannt. Angespanntes Tagebuch kann am Regal beim Computer umwohl.
schlechten Nachgeschmack, weil schlecht zubereitetes Essen gegessen. Achso. Okay. Alles klar. Also spiel erstmal, ich muss meine Laune steigern. So. Endlich kommt meine Putzfrau. Wollt ihr mal Zeit? Komm rein, alles klar. Rechnung in deiner Briefkasten. Oh Mann. Ja, die Briefkasten muss ich bezahlen. Oder die Rechnung bezahlen. So. Das machen wir. Ich hoffe, die Putzfrau ist nicht teuer. Aber die Putzfrau ist nicht zu teuer. Muss sie eigentlich gar nicht arbeiten? Bin gespannt. Warum? Mutzige Zeiten. Die Sachen von Sandra sind vielleicht ein bisschen sauberer, aber sie fühlt sich irgendwie um. Warum? Muss man jetzt hier auch die Sachen hier waschen? Muss man auch eine Waschmaschine haben? Sehr doof. So. Bearbeiten. Sim. Bearbeiten. Outfitplan. Outfits anprobieren. Was ist hier Sim? Bearbeiten. Was kann man da machen? Also. Mach mal aus hier. Genug gespielt. Sagt 90 hat sie kassiert. Okay, dann können wir unsere Rechnung ja bezahlen. Zum Glück. Und ich hoffe, ihr nehmt noch auf. Meine Festplatten sind alle randvoll schon. Die laufen auf ein Limit. Ich hoffe, dass die Folge aufgenommen wird. Das rückelt aber ganz schön hier mit den Schatten. Timo ist mit einem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt. Der Abschluss des Projektes erhöht den schulischen Fortschritt. Wenn das Projekt schnell abgeschlossen wird, ist der Fortschritt umso höher. Okay. Ja. Okay. Hunger? Hat er wieder ein bisschen Hunger? Okay. Schnelle Mahlzeit. Mehr Auswahl. Hier, Schinkenkäse-Sandwich. So. So ein Sandwich hilft ja schon mal ganz gut über den Tag, ne? Verantwortung sinkt, warum? Schon wieder, Verantwortung sinkt, schon wieder. Er ist schon wieder angepisst. Inspiriert ist er. Warum? So, so, oh. So. So, aufgegessen und jetzt muss ich mal gucken, was er Schulprojekt hat. Oh. Schulprojekt. So. Hey. Okay. Die Welt platzieren, was ist das? Projekt. Bitte alle Hausaufgaben. Hausaufgaben machen wir besser. So. Huch, bin aus dem Bild raus. So. Geht hoffentlich flott. Ist schon fertig. Hausaufgaben machen wir, ja. Machen wir fertig. So, und dann das hier. Welt platzieren. Muss ich das in die Welt platzieren erstmal? So. Und dann beginnen schlampig zu arbeiten. Nein, mit dem Platz. Beginnen vorsichtig zu arbeiten. Mach das mal erstmal. Okay, mal gucken, was das wird. Bin ich immer gespannt. Was das wohl wird. Ah, gut. Sehr gut vorbereitet hier. Kissen untergestellt. Handbuch. Lehm kneten. Mhm. Beschleunigung gemacht. So. Musik von Fable jetzt im Hintergrund, wenn ihr das hört. Ich weiß das gar nicht. Und ich hab
festgestellt, dass mein Mikrofon wenig Nebengeräusche aufnimmt. Also ist jetzt. Oh, was ist da passiert? Nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht ändern. Warum ist das jetzt gestartet? Achso, ich kann hier hin und her wechseln wahrscheinlich. Ja, genau. Ich wollte die Outfit noch ein bisschen ändern. Genau, das war's. Schade, ich war aber gerade mit der Burg beschäftigt, was er auch immer bauen wollte. Na, maybe. Was ist das? Amiga War. Liebe Hava, Ufra. Da kann ich noch eins machen. Kann man da was machen? Ja, so ein bisschen böse. Ein bisschen netteres aussehen. Haare, Accessoires, Gesicht. Ein bisschen runder das Gesicht, ne? Nö, doof. Nein, doof. Aber interessant, was er so Nachträglich ändern kann, ne? Freundliches Gesicht. Das war mal wieder hell. So. Nicht ganz so hell. So. Ich glaube, so ist besser. Oder? Was meint ihr? Die Augen. Hm. Oh, die sehen ja verrückt aus. Krass. Das sind nette Augen. Nein, das sind Bilder, aber die gefallen mir gut. Ja. Ich habe vielleicht eine blaue Augen. So. Das ist ein Mutter zu. Das wird ja Mutter groß. Schmaler Mund. Die Kassen sind alle so ein bisschen ganz debil, oder? Kann das sein? Das sieht so scheiße aus. Ne? Ich glaube, so ist okay. Man kann ja gar nichts machen, dieses Grinsen. Das ist so ekelhaft, dieses komische Grinsen. Das sieht überhaupt nicht schön aus. Guck mal hier. Kacke. Haare, was haben wir da? Gibt es ja nur ein paar neue Frisuren. Wir haben diese Frisur, ne? Ja. Ich find's nicht so komisch. Das sieht scheiße aus. Aber das hat das Mädchen schon. Frisur. Wir machen Glötze. Ja, richtig krank aus. Also hier. Also? Nee, passt nicht zu ihm. Du versuchst dieser hier ziemlich. Ja. Und mein langes Haar. Das machen wir hier ziehen. Das hat man schon alles exerziert, brauchen wir nicht weitermachen. Okay, das bleibt also leider so mit den Haaren. Bleiben wir sie ein bisschen dunkler vielleicht, dass es ein bisschen angenehmer ist. So. Ja. Ich glaube, so ist besser. Okay. Haben wir so ein Outfit, haben wir was Neues? Da glaube ich nichts Neues. Nee. Ich kann jetzt nochmal einen Schwarz nehmen und ja, wie Kleid da jetzt bekommt, weiß ich jetzt auch nicht. Und eine ganze Kombination, fertige Kombination nehmen. Ach, das ist fertige Kombination, achso. So eine Hosen. So. Also einige mit Back behaftet hier, okay. Nee, da ist nichts wirklich Neues zugekommen. Eine kurze Hose verpassen, ja. Nee, ich finde das hier ganz genau. Das lassen wir einfach so, wie es ist. Das ist okay so.
Ja, ich muss sehen, muss ich mir noch ein paar mehr runterladen. Das ist zu wenig Auswahl. Mhm. Das ist einfach zu wenig Auswahl. Und hier haben wir das genommen. Ja. Sport. Haben wir das? Ich würde das nochmal sehen, weil die es noch nicht gesehen haben. Und das ist hier. So. Aber ich wollte ja auch nicht den Outfit ändern. Alles gut so. Alles gut so. Alles gut so. Ja, das war weiß nicht. Das ist doof. Doof, doof, doof. Klar, wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt das in die Kommentare. Wenn da was ändern wollen. Aber okay, das ist ein bisschen krass verrückt bunt. Was ist das denn hier für eine Hose? Hm. Was? Ah, verschiedene auch. Hm. Hm. Langweilig. Das ist echt ein Problem, eine Kombination. Also doch, Kleidchen. Spaß. So, das hatten wir genommen, ja, aber... Das hat irgendwie nichts. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, komm so. Okay. Aber ja, das ist alles, das okay so. Bleibt so, ändern wir nichts. Alles klar. Dann gehen wir auf die Dame des Hauses. So, damit dieses Outfit. Ja, oh, so geht irgendwie nicht. Warum nicht? Funktioniert nicht. Nehmen wir das. Das geht. Mhm. Sieht auch nicht schlecht aus. Oder das hier. Oh, Also man kann es hier schmaler machen, ne? So. So, oh, ein bisschen mehr Brust. Ja. Nein, ich mag nicht so Riesenbrust. Das ist doof aus, so Riesenbrust. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon mal. Genau. Und das hier? Das ist doch sehr nett, oder? So. Und das hier. Das ist auch sehr ordentlich. So wie Po hat sie. Oder da drin. Ist mehr Po? Hup. So. So. Hm.
nicht hier. Ist ja auch nett. Was anderes. Soll ich auch mal machen, ne? Was anderes. So. Okay. Ja, nehmen wir das mal. Dann haben wir hier das. Gut, das sehen wir auch nicht so oft, deswegen brauchen wir da auch nicht viel ändern, ne? Das könnt ihr aber auch mal sehen, was sie alles so hat. Schlafsachen wollen wir ändern. Das ist so von irgendeinem Outfit von so einem Spielfigur, ne? So ein Spiel, meine ich. Nett. Ja, sehr konservativ, ne? Das auch. Ist nicht unbedingt schlecht, oder das hier? Das ist schon, glaube ich, eben. Hat verschiedene Farben. Ich glaube, Braun sieht gar nicht so verkehrt aus bei ihr. Aber ich glaube, das ist so eine Geschmacksverehrung. Ja, oder hier, also ganz sparsam. Das ist... Ja, okay. Die Folgen sind alle ab 18. So. Ah, hier. Krass. Was, das passt nicht als Schlafsache. Ja, das ist natürlich auch sehr spartanisch. Ist eine andere Farbe noch. Varianten gibt. Interessant. Oh, Akkuschwach. Mhm, ja, ja, halt die Klappe. So. Das ist aber langweilig. Ach, haben wir was Hübsches hier. Und wenn nicht, ist das... Gibt das Problem bei YouTube, wenn ich da sowas zeige? Ich hoffe nicht. Oder das hier? Das wollte ich gar nicht. Ich hoffe nicht. Das wäre gut. So, was haben wir denn noch? Das ist, so. Das ist ja. Das ist hier. Wenn sie hier auf Party geht. Ja. So, und das ist schon schwer. Ich denke, das ist okay. Kann man machen, ne? Ja, ja, kann man machen. Schön, ne? Alles klar, das lassen wir soweit. Dann bestätigen wir die Geschichte und gehen wieder zurück zum Spiel und versuchen nochmal schnell innerhalb von 6 Minuten die Burg-Mission da zu erfüllen. Ja, ich schlampe hier auch ganz vor, wenn ich. Der ist noch beschäftigt. Beeilen wir uns mal ein bisschen. Wir haben nicht so viel Zeit. Tun die Rippen weh. Oh mein, ich hab zu viel gegessen heute. Das drückt alles auf die Rippen wahrscheinlich. Ich muss auch gerade sitzen. Ich sitze wie so ein nasser Sack hier. So, ist das hier noch fertig? Was wir denn? Vorbeikommen ist okay. Komm mal vorbei. Cubes. Norga. Plorg. Samso. Geschafft. Er hat es geschafft. Nein, ich habe ihn aber. Du bist ja immer noch so böse. Harfkizoi Bathi. Kroba Giba. Gazo. Dorgo. So, ja, ja. Nucci Cleany Broga. Dag Dag. Iara. Iara. Kann ich aber, kann er helfen eigentlich? Was macht die denn? Stoba! Ich habe die Fähigkeit erreicht. Okay, dann war es okay. Zu helfen, rede über Essen. Na super. Er hält sich ab. Er hat es geschafft. Okay, er hat es geschafft. Happy birthday!
Slurpa. Sloofa Warmba. Astern Zerpa Nooch. Pofale Nardu. Sukuni Lazar. Ja, yes. Mann hier, das ist doch richtig schön. Waniba Jolfi. Pleasey. Zobe. Benorvizoi. Organ Dens. Bazaar. Flubagorg Frieza. Benoi. Nostaish. Zarfweb. Inga Chej. Brina. Joza. Baby. Shroof Clave. Larkum. Panish Galuma. Nardubor. Bruhana Siwaba. Ribu. Krimdal Doomba. Blofa. Inventar platzieren, bitte. Oh, please. So. Honey. Wir gucken, er hat. Arm. Was? Schnelle Mahlzeit. Eine Auswahl. Zellerei. Häng fest, ne? Inventar platzieren. Hier gehen. An. So, jetzt nehmen wir Tablettchen. Du machst es fertig. Ach, hier, fertig. So, pack das jetzt endlich ein. Oh, und dann eine schnelle Mahlzeit. Das ist ein Joghurt. Das ist ein Joghurt. Und dann. Nein, das ist zu müde. Er muss schlafen. Wenn sie gehen, freundlich. Kommen wir da? Wohnst du unterm Bett einzuführen? So, machen wir das mal. Und dann geh. Nein. Dann schlafen. Okay. Alles klar. Ich muss jetzt an dieser Stelle wirklich zum Ende kommen. Es tut mir leid. Und ja, ich habe jetzt gar nicht so viel weiter gelabert. Ja, wenn ihr ein paar Themen habt, die ich reden soll, oder für euch was rausfinden soll, kann ich ja mal versuchen, aber ich benutze letztendlich auch nur dann immer auch nur Google das Ding mal. Ja, alle eure Fragen weiß Google so viel ja, besser wie ich. So. Sagu. Könnt ihr es nicht finden, vielleicht, ja. Manchmal hat man ja andere Ansätze zu suchen, vielleicht hilft das dann doch. Also, gut. Ja. Alles klar, habt euch wohl und ich bin jetzt auch müde. Ich muss jetzt auch ins Bett. Genauso wie der Timo jetzt ins Bett geht. Gehen wir jetzt auch alle ins Bett, würde ich sagen. Ich wünsche euch gute Nacht. Der Sandmann ist auch schon lange zu Ende. Bis dann, euer Jockel. Ciao.